Moin und herzlich willkommen zu X4. Wir befinden uns gerade in Antigone Memorial. Jetzt hier zum Zwischenstopp bei der Werft. Wir haben nämlich einiges an Schaden erlitten. Liegt aber darin, oder da. Daran, dass ich im angrenzenden Sektor sehr, sehr viele Cars und Xenon-Is zerstört habe. Und ja, gerade so der letzte Kampf ging nicht ganz gut Schaden aus. Also, ja. Manchmal ist es so. Was haben wir heute vor? Ursprünglich wollte ich ja die Forschungen vorantreiben in Bezug auf Modifikationen, Antriebsmodifikationen, Waffenmodifikationen und Hüllenmodifikationen. Die Schilde sind ja schon erledigt, das haben wir das letzte Mal schon geschafft. Diese drei würden jetzt noch anliegen. Aber ich habe tatsächlich etwas anderes vorbereitet. Und zwar... SAT aktivieren. Habe ich hier zwei Transporter hingeschickt. Zur sicheren Verwahrung bei Windfall 3 der Hort. Die sind voll mit Marines. Und diese Marines sollen den Erlkönig übernehmen. Wie man sieht, es reagiert niemand. Wäre man jetzt selber als Spieler dort, dann würde jetzt die Station schon lange feindlich sein. Und man würde beschossen werden. Schickt man einfach nur Schiffe hin, das sozusagen out of sector, dann passiert gar nichts. Und ich würde jetzt quasi einfach ein Enter-Kommando rüberschicken. Ich habe eben 450 Marines dabei. 328 brauche ich. Das sind jetzt alles nur Rekruten, das heißt, wir werden einige verlieren. Aber es sollte dennoch klappen. Und man sieht es hier. Wir haben gut dreimal so viel Stärke. Enter-Teams machen sich startbereit. Es liegt einfach daran, dass auf der Erlkönig sind sehr, sehr viele Service-Mitarbeiter, also wenig Marines, aber viel Crew. So, das Ganze lassen wir dann hier auch in Ruhe. Ding machen. Beziehungsweise, wenn die Kapseln gestartet sind, schicke ich die beiden erstmal weg. Hier bin ich schon am Ziel angekommen. Nein. Ah, doch, so langsam. Okinawa. So, startet mal eure Kapseln bitte. Kapsel gestartet, unterwegs zum Ziel. Wachsam bleiben. Eins. Schon. Dann brechen wir die Fälle ab. Die Kapseln gehen weiter rein. Und ihr kriegt Kontakt. Neue Aufgaben. Wir reiten Höhlen durch. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Moment. Was für ein Schiff? Wo sind wir? Welches Schiff wurde denn aufgegeben? Mein IP. Okay. Und eins. Ruhig bleiben. Kontakt. Bereiten wir einen Durchbruch vor. Verstanden.
Gut. Dann holen wir uns einfach nochmal diese eine PE dort. Und dennoch kriegen die beiden hier jetzt Angriff. Die Siliziumfabrik hat und nicht wirklich Transporter. Hallo. Splitgrüß. Das heißt, du gehst dahin. Oder das Hauptquartier kleinere Transporter verloren hat, würde ich sagen. Dorthin. Bedeutet wiederum auch, dass der hier einmal umbenannt werden muss. Ich hatte das schon mal mit einer neuen Sortierung angefangen, also die ist natürlich nachher trotzdem nicht richtig durchsichtig, aber. Ja. Dann haben wir das. Das ist der erste seiner Art und das ist als Transporter für die Station unterwegs. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Die Station hat aber eine andere Erkennung. AQP 187. Und das ist auch dort der erste seiner Art. Die beiden dürften sich jetzt langsam verziehen. Die Marines sind noch an Bord. Dann gehen wir wieder zurück, gucken mal, die PE ist noch nicht in unserer Hand. Oder die Karte stört, die ich gerade eben gesehen habe, ja, ne? Ja. Gut. Neue Tokio. Aber die lassen wir mal in Ruhe. Mammut. Antigone. Ich eigentlich nicht. Ja, eine Tokio. Oh, das ist ein Nachschubschiff. Das hätte ich ja nicht gerne. Naja, lassen wir es lieber. Eine Tokio habe ich mir ja auch schon mal geholt. Von den Terranern geklaut. Ist allerdings noch unausgerüstet quasi hier am Dock. Aber wird dann auch irgendwann einsatzbereit sein und natürlich für einen Bruchteil des Preises, den es normalerweise kosten würde, wenn man es komplett selber baut. Und ja, von denen habe ich mir natürlich auch eine geholt. Auch geentert. Ist auch unausgerüstet. Also noch ein bisschen Geld kosten und dann ist das Ding auch voll einsatzbereit. So, dann haben wir dieses Schiff. Es ist fertig. Stellung bestätigt.
bestätigen. Wenn das dann soweit ist, dann wird sich das Schiff der Xenon-Flotte anschließen. Die haben wir hier. Das heißt, das ist dann die fünfte. Xenon PE. Fünfte ihrer Art in der Flotte. Was wir sonst noch mal machen könnten, ich habe hier glaube ich irgendwo noch. Gerade überlegt, hier auch in Flotten zu packen, aber das mache ich erstmal nicht. So, dann übernehmen wir mal eben. Und zum Teufel sind wir eigentlich direkt hier vor dem Feld. Mal alles. Ich werde dich umprogrammieren. Das ist der Sensorantrieb, der lässt mich natürlich ein bisschen Zeit vorspulen. Lässt mich nicht schneller durch fliegen, aber eben insgesamt die Zeit vorspulen, also das heißt, alles bewegt sich schneller. Jetzt. Ah, wunderbar. Wenn mich alles täuscht, genau, sind wir bei den Nagunen jetzt gerade auf über 20 Menschen. Wahrscheinlich durch den Handel, den ich mit denen betreibe, weil die zerstört habe ich ja gerade nichts. Und da kommt eine neue Karte. Passend. Wir speichern trotzdem vorher. Das kann schon mal sehr schief gehen. Dann ist plötzlich die Sünde weg. Diese Maschinen werden besser. Und die kann man nicht bauen. Beziehungsweise bauen, weiß ich jetzt nicht. Kaufen kann man sie nicht. Aber Argon Level 20 gefällt mir. Dann können wir da die Plasmageschütze bauen. Beziehungsweise kaufen. Also die Blaupause für die Plasmageschütze. Und dann können wir auch eigentlich unsere Station vernünftig aufbauen. Brauche ich mir noch Schilde, die könnten wir von den Terranern vielleicht holen. Und dann kann es losgehen. L-Plasmageschütze und M. Vielleicht wieder Strahlen, mal gucken. So, jetzt auch dahin. Zeit müssen vorspulen. Dann helfen wir mal unseren Kollegen hier. Boah, der haut schon. Also ein K haut schon wirklich. Auch die Großkampfschiffe weg. Ja. Das sind bereits Treffer, auch wenn das noch nicht anzeigt. Das gefällt der K nicht. Und
Jäger und Korvetten näher kommen und die Strahlengeschütze wieder feuern. Extrem laut. Speichern das mal und dann will ich mal was testen. Seehammer E. Obwohl nein, das ist eine Flotte. Wenn die alles täuscht, ist das wohl ne. Nomad, Verteidiger. Danke für Ihre Hilfe. Unsere Marines sind immer noch nicht drin. Das dauert ein bisschen. Aber scheinbar eine Übernahme komplett ohne Schiffskampf. Müsste eigentlich gut gehen. Fordere umgehend Verstärkung an. Schon okay. Ein paar Treffer halte ich aus. Scannen Sie, wann immer Sie wollen. Wie viele Leute? 13 sind an Bord. Ich brauche ein Update. Durchbruch steht bevor. Okay. Einfach nur mal testen. Einfach mal, was passiert. Warum ist denn das Schiff fast kaputt? Fordere umgehend Verstärkung an. Was ist das denn gewesen? Ach, das ist der Jäger gewesen, der da drauf war. Okay. Ziehen wir uns jetzt ein bisschen zurück. Das war's jetzt. Sieht immer noch gut aus. Mal gucken, dass der sich beruhigt hier.
So, dann haben wir noch irgendwo die Inkakatua. Die, wie heißt sie? Inkakatua, genau. Die kann mir ja nochmal Leute rüber teleportieren. Und dann das 64. Scheint so. Das wird mir noch leid tun. Hol mal neu. Fällt mir der Chef jetzt hier? Nee. Ich habe nicht vor, noch irgendwas zu zerstören. Cerberus, Verteidiger. Verzieht euch doch. Nomad, Verteidiger. Cerberus, Verteidiger. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Dann nicht. Dann muss ich dich zerstören. Nein. M. Von euch ja sowieso, das ist nicht so schlimm. Nomad, Verteidiger. Das Schlimme ist halt, dass ich mich mit denen eigentlich noch weiterhin gut stehen möchte. Auch wenn ich mal wieder ein Schiff klaue. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wie sieht's hier aus? Ein bisschen Abstand nehmen. Ich werde dich umprogrammieren. Ich habe das schon mal gehabt, dass sie dann quasi wieder auf Grün gehen. Drehen noch mal ein bisschen. Los, Bewegung. Sie können angreifen. Sagen Sie dem Gruppenführer, dass wir Feindaktivität entdeckt haben. Frage ist, ist das Schiff dann nachher auch rot für die, wenn ich es übernommen haben sollte? Also Lage schön wäre durch. Natürlich, es würden noch mal ein paar landen. Feuer eröffnen. Das Ding explodiert gleich. Lagebericht. Setzen Kampf fort. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Lagebericht. Oh, Quatsch. Setzen Kampf fort. Ah, die beiden sind immer noch da. Setze Gefecht fort. Ich brauche ein Update. Feuer eröffnen. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch.
Schwerer Widerstand. Scheinbar nichts zum Handeln für die beiden. Setzen Kampf fort. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Ich brauche ein Update. Feuer eröffnen. Ach, guck mal. Sind nur noch 4 Leute. Lagebericht. Feuer eröffnen. Gut. Damit haben wir die Erlkönig. Nehmen wir mal einen Captain. Und dann flieg mal bitte erstmal da weg. Flieg doch mal dahin. Da warten ja schon ein paar. Das ist sowieso die Frage. Könnte ich das Schiff verkaufen? Also nur mal so mein Interesse habe. Oh. 16 Millionen. Das wäre nix. Nur den Quatsch brauche ich nicht. Reparaturdrohnen nehme ich natürlich. Dann rüsten wir das Schiff schon mal aus. Soweit es denn geht. Obwohl, nee. Komm auch erstmal weg. Das machen wir nicht. Komm, machen wir nicht. Aber das machen wir. Und hier jeweils die bessere Variante. Okay, mehr geht gar nicht. Wir haben ein Schild zu wenig. Aber ganz ehrlich, das ist alles erstmal egal. Hauptsache, der fliegt erstmal darüber. Und was wir auch machen könnten. Was mit Eisen? Schon mal neu lackieren. Ganz wichtig. Es wird zu sehen sein, dass es uns gehört, ne? So, es ist ein Schlachtschiff. Ist. Werden es umbenennen. Schlachtschiff Erlkönig. So, du gehörst. Hä? Du gehörst eigentlich hierhin. Hier, das heißt, du gehörst dahin. So, sehr schön. Ich brauche ein Update. Durchbruch steht bevor. So, jetzt müssten wir eigentlich mal nach dem Datenprozessor gucken. Ich weiß nicht, ob hier schon was zu sehen ist. Ich glaube, hier war einer. Aber ich bin mir bei den anderen unsicher. Aber das ist etwas, was wir noch machen können. Wir haben ja erst eine halbe Stunde rum. Das heißt, wir werden einmal natürlich das Jugend da rausnehmen, damit wir auch alles sehen. Dann werden wir
Schiff hier wegschicken. Und zwar... Ja, wo schicken wir es denn hin? Hier drüben ist es schon sicherer, ne? Gut, wir können es ja mal andocken und warten. So. Wir haben neue Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Bestätigt. So ist es. So, wir könnten nochmal speichern. Weil das finde ich soweit in Ordnung, wie es gerade läuft. Die Frage ist, wo ist die Nomad? Da, die Nomad hat vergessen, dass wir uns gerade nicht mögen. Das ist natürlich äußerst positiv. Und dann, das ist ja das, was ich gehofft hatte, dann holen wir uns einen Nemesis, würde ich sagen. Und holen uns mal die Nemesis 2. Die da. Erreiche System. Atikvas Glaube. Aus da. So, mit der fliegen wir jetzt mal erstmal dahin. Autopilot eingeschaltet. Wird die zufällig? Nein. Treffen wir zufällig noch? Ja. Autopilot eingeschaltet. Gut, wir nehmen erstmal noch ein paar Satelliten mit. Macht das Sinn? Nein. Keinen Sinn, dass wir die mitnehmen. Autopilot eingeschaltet. Sondern der hier. Fliegt mal dahin. Und nimmt sich mal Satelliten mit. Das kostet jetzt ein bisschen, aber das ist dann so. So, hier glaube ich zu wissen, wo das Ding ist. Erstmal. Das ist natürlich riskant, ne? Ein Teil ohne Schilde, ohne irgendwas damit loszuschicken. Naja. Ach Scheiße. Das war ja Quatsch. Es geht natürlich nicht beides. Erreiche System Argon Prime. Dann müsste ich eigentlich spätestens in der nächsten Folge eine... Können wir eigentlich jetzt schon mit anfangen. Eine Station planen, die wir hier bauen. Genau, dann könnten wir hier die Station, die wir dann hier reinbauen, als Verteidigungsstation bauen. Könnten dann einmal sämtliche Waffen mit installieren, die ich mir vorher noch kaufe. Und dann ausrechnen quasi, beziehungsweise anzeigen lassen, was wir für Materialien brauchen. Dann können wir nämlich irgendwann mal die Materialien bereitstellen. Und natürlich auch eine Verteidigungsflotte, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und... Erreiche System. Weiter Kontakt. Genau, dann könnten wir nämlich irgendwann anfangen, Verteidigungsstationen an die Grenzen der Xenon zu platzieren.
wenn es da ein bisschen leichter wird, man nicht immer wieder hin muss, um die Großkampfschiffe zu entfernen. Apropos Großkampfschiffe, was macht Mainz? Ist da noch ein Kampf involviert? Nee, ne? Ist schon weggeflogen? Ja. Sehr schön. Sind wir eigentlich gerade dran vorbeigeflogen. So, da sind wir scheinbar noch drauf. Kann das sein? Uiuiuiui. Das Ding ist auch noch gut gefüllt. Hat natürlich wieder nur einen Antrieb am K1. Naja. Abnormale Energiesignatur entdeckt. Erreiche System. Schwarzes. Es scheint von diesem großen Schiff zu kommen. Eine solche Energiesignatur deutet auf ihr und auch dort auf diese Technik hin. Selbst durch die Interferenz ist es leicht zu erkennen, dass dieses Schiff beeindruckend ist. Wenn auch noch nicht vollständig. Warum guckt er denn jetzt plötzlich damit? Vorstellen, dass nach dem Bauabschluss wenige in einem direkten Konflikt dagegen bestehen könnten. Vielleicht wäre es eine Enteroperation wert, obwohl ich nicht erwarte, dass es eine Angelegenheit wäre. Das Ding explodiert gleich. So, dann werden wir da auch gleich die gewaltige Flotte sehen. Feuer eröffnen. Soll ich hier noch gucken? Holen wir sie uns. Okay, hier brauchen wir scheinbar ein paar mehr. Ist ein bisschen größer. Autopilot eingeschaltet. Feuer eröffnen. Ja, aber irgendwie müssen wir die Datentresore finden. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Ohne alles selber abzufliegen, natürlich. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Das sieht klein aus, ist aber gar nicht so klein da drin. Wir haben mehrere Bereiche gesichert. Rücken vor. Mein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Ich glaube, 5 Datentresore müssen wir finden. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Erreiche System. Windfall. Deswegen platziere ich das hier alles. Setze Gefecht fort. Folgen Sie mir. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür einen Shortcut? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir aber zumindest sicher, dass man diesen Standort finden muss. Also in diesen Sektoren. Folgen Sie mir. Arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt muss ich nochmal wieder
Überlegen, wie... Holen wir sie uns. Holen wir sie uns. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Wrack. Kurz drehen. Falle zurück. Setzen Kampf fort. Oh nein, oh nein, oh nein. Tokio. Weg da. Feuer eröffnen. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Das Ding explodiert gleich. Setze Gefecht fort. Blau. Soll der Datentresor nicht lila sein? Beschleuniger. Windfall. Wir haben mehrere Bereiche gesichert. Rücken vor. Das Ding explodiert gleich. Das Ding explodiert gleich. Beschleuniger. Windfall. 3. Der Hort. Falle zurück! Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Danaskos. Beschleuniger. Windfall 3. Der Hort. Setze Gefecht fort. Setzen Kampf fort. Datentresor. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Ist, ne? Da können wir so anfangen. Ja. Sieht so aus. Falle zurück. Setzen Kampf fort. So. Folgen Sie mir.
setzen Kampf fort. Viel zu nah dran, viel zu nah dran. Die Tokio haut einfach ab. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Ja, wenn es nicht klappt, ist natürlich jetzt auch nicht dramatisch, aber es wäre schon. Uns wurde schade. Mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Hurra! Zwei Leute noch. Drei Leute. Weg, weg. Du wirst Captain. Und dann wird da hingeflogen, bitte. Oder dahin. Das ist vielleicht noch besser, weil der gerade in die andere Richtung fliegt. So, schön. Dann haben wir doch ein paar 88 Lasertürme. Mark 2, 95 Lasertürme, Mark 1. So, alles inaktiv. Nicht kämpfen. Ja, so leicht kann man auch Schiffe entern, ohne großartig zu kämpfen, einfach die Leute hinschicken, abhauen. Ja, und das war's. Wenn man genügend Leute dabei hat, natürlich. Aber die K macht doch alles in der Platte, ne? Wenn der hier nicht mitmacht. So, was haben wir denn noch? Verteidigungsdrohnen. Da kommen sie mal. Frachtdrohnen aktiv. Reparaturdrohnen. Aber wir haben keine Schiffe mehr an Bord, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo man das sieht. Schiffe könnte das mitnehmen. 40 Jäger, 10 Korvetten, nicht schlecht. Ach so, Moment. Was würde mich denn so ein Schiff bringen? Voll ausgestattet. Wenn ich es jetzt verkaufen wollen würde. Auch 13 Millionen. Na gut. Jetzt zerstören sie aber auch den K. Alles klar. Dann können wir speichern. Wir haben das Schiff erobert. Nicht schlecht. Ein Unterstützungsschiff und ein Erlkönig. Da ist ja schon mal einiges passiert. Jetzt gehen wir mal zurück und würde ich sagen, steigen wir aus. Nemesis, ja, Angreifer. Du wirst ja nicht wegfliegen, ne? So, dann suchen wir mal nach dem offenen Schalter. Keine Ahnung. Da ist einer. Da
Gut. So. Nicht. Jetzt noch ein Schalter. Ach ja, das geht hier natürlich nicht. Hier muss man genau ran. Okay. Diese Blaupause wird uns ermöglichen, das Schiff zu modifizieren und dann weiter in Richtung seiner geplanten Form zu bringen. Ja, das war's, ne? Nemesis, Angreifer. Nemesis, Angreifer. Gut. Ich noch mal gucken, nicht, dass ich hier was übersehen habe unterwegs. Daten, ne. Hier ist noch einer, aber der gehört ja eigentlich nicht dazu. Nur so wenig wie der. Aber egal, wir können ja mal dahin. Autopilot eingeschaltet. Gucken wir uns das mal an. Da gibt es auch einen Datentresor. Wurde der schon geöffnet oder warum ist der grau? Stiller Zweifel ist noch einer. Wenn der schon geöffnet wäre, dann wird das Ding ja eigentlich auch durch. Es deswegen grau wäre. Erreiche Windfall 4, Auroras Traum. So, und jetzt darfst du auch hier rüber. Und da werden wir... die Crew aufstocken. Ja, aber auch die Drohnen ordentlich aufstocken. Können alle weg. Jo, dann bekommt er Waffen und Schilde. Plasma. Nee, der ist nicht da, um Großkampfschiffe zu zerstören. Das ändern wir ab. Der soll sich aber gegen kleinere Schiffe wehren können. So, falls ich das Ding selber mal fliegen werde. Dann natürlich die Terraner-Schilde. Ganz klar. Steuerdüsen. Ohohohoho. Jetzt kostet mich das 10 Millionen, das Ding aufzuwerten.
Aber wir machen das tatsächlich. Und dann werden wir noch was tun. Erreiche System. Schwarze Sonne. Unterstützungsschiff Nomad. Erster seiner Art. Und mal gucken. Ich glaube, ich würde auch gerne. Ah ne, Quatsch, die brauchen natürlich nichts davon. Muss ich dann da wieder durch? Ah, ist aber so. Da eure Sachen zurück, sobald er ausgestattet ist. Hokkaido, Gas. Erreiche System. Weiter Kontakt. Datentresor. Drill, Demeter, Drill, Mineralien, Angreifer. Achso, ist das jetzt ein Forschungsprojekt hier, Erlkönig? Nee. Xenon-Forschung, wir haben hier Xenon-PE. Sollte sich noch der Xenon-Flotter anschließen. Autopilot ausgeschaltet. Datentresor. Lindwurm. Mineralien. Datentresor. Was blinkt denn da links noch? Nemesis, Angreifer. Das ist auf jeden Fall ein anderer Datentresor. Also hat nichts mit der App zu tun. Ich will es zu weit weg. Ich will es mit meinem Spielstand also stimmen. Alles aufgegangen. Aber bis jetzt ist kaum irgendwo was drin. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da sind wir mal hoch.
jedenfalls da was drin, aber es ist die Frage, wie kommen wir da ran? Fragen. Können wir schon mehr sehen? Daten. Nö. Okay, wir wissen, dass wir da einen leer gemacht haben. Wir wissen, dass wir da einen leer gemacht haben. Der ist scheinbar noch nicht leer. Ist noch einer. Stiller Zeuge. Autopilot eingeschaltet. Komm, zu stiller Zeuge. Wir haben eine Autobahn bis hier. Highway. Das sollte ja relativ schnell gehen. Und ansonsten, wie weit ist denn die Abdeckung jetzt hier? Ja, auch nicht ohne. Ach ja, meine Finanzen komme ich auch nicht richtig hoch. Aber 20 Millionen ist natürlich nicht wenig sind. Ständig mache ich irgendwas, was mich dann wieder super viel Geld kostet, obwohl ich das für was anderes ausgeben kann. Können wir denen Schiffe kaufen? Quasi erreiche System. Aber das stimmt, das ist im Grunde meine Nemesis. Ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen Xenon-Technologie. Ich muss mal gucken, dass ich die Xenon da wegkomme. Erreiche System. Adäquats Entscheidung.
Naja, hier ist auch ordentlich was los. Autopilot aus Erreiche System. Stiller Zeuge. Der Autopilot war aus. Datentresor. Den können wir uns auch noch mal eben holen. Na, irgendwie eine Mission. Oh, unglaublich viele, glaube ich, dieses hier, ne? Ja, 29 müssen wir öffnen. 3 haben wir erst eingescannt. Sprungtor, 18 Milliarden Datentresor. Sprungtor, Datentresor. Das war jetzt zu früh. So. Nemesis, Angreifer. So, gucken wir mal. Warum sind wir schon auf? Da ist ja schon mal dran, ne? So, wo ist denn mal was zum... Sehe nichts. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rein. Da ist noch ein Signal drin. Zum Aktivieren. Vielleicht war ich wirklich schon mal hier und habe dann aufgegeben. Da ist eins. Hier ist noch eins drin. Okay, dann ist das dann verschoben. Thank you.
Da geht's noch mehr? Ich denke nicht. Das Ding ist grau. Also trotzdem noch versuchen einzusammeln hier. Gesehen haben. Hier war nichts drin. Nemesis, Angreifer. Kann ich helfen? Sir? So. Da wird den einen Sektor hier bestimmt fertig, oder? Ja, der ist fertig. Und keinen gefunden. Ja, das ist natürlich blöd. Ich meine, es kann natürlich der eine Sektor sein, wo keiner drin ist, weil sich die 5 Tresore unter den 6 Sektoren hier aufteilen. Aber der ist ja hier auch schon fertig. Und hatte ich auch keinen gefunden. Na, das wird ja ein Spaß. Das heißt, wir haben nur hier einen gefunden. Ja, würde ich sagen. Machen wir das da auch noch. So, hier haben wir wieder einen fallenden Karak. Ja. Na gut, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir jede Menge Kleingetier. Getzefune. Gut, wir speichern das erstmal. Dann würde ich sagen, warten wir, was hier noch passiert. Ah, wir sind gerade so schön nah dran, ne? Ja, nicht das, sondern das Tor. Und dann könnten wir rein theoretisch da nochmal suchen. Zum Beispiel höher oder tiefer. Ach, das ist ja. Dass das da kein Datentresor findet. Traurig. Erreiche System, Windfall. Ich
Achso, wenn wir schon da sind, müssen wir doch eigentlich mal hier den da platt machen können, oder? Hilft uns natürlich auch so ein bisschen in der Gunst im Vigor-Syndikat. Nein, jetzt ist der abgehauen oder zerstört worden. Ja, doch nicht. Da. Das ist die falsche Station hier. Raumdock des Vigor-Syndikats. Ormoran, Angreifer. Schluss damit. Jetzt sind die akkadischen Bestrebungen. Ja, zu lange aufgeladen. Asteroid.
funktionieren die Sensoren nicht. Das Ding hier ist ja auch fast voll. Müsste er doch jetzt eigentlich. Ist trotzdem nicht zu sehen. Ist einfach nur, dass es in die Richtung ist. Nichts. Blöd ist natürlich, ich kann sie jetzt schon alle einsammeln, aber ohne eine eigene Werft. So. Das ganze Zeug ist eh nicht gebraucht. Nemesis, Angreifer. Die Werften der anderen Fraktionen kann ich sie nicht, kann ich sie nicht bauen. Klappen aufgegangen. Egal, wir machen erstmal das Ding hier. Gucken wir mal von hier. Da noch ein Klappen. Ein Schalter. Alles aufgegangen. Jetzt nichts. Jetzt nichts. Jetzt nichts. Jetzt nichts. Verdammt, wann bin ich rum? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Jetzt muss die Teil nicht rum sein. Das ist alles leer. Hier unten eine
Treppe geöffnet. Das Ding ist immer noch blau. Wo es hier eigentlich nichts mehr zu holen gibt. Was waren da denn gerade für Schilde drin? Das waren doch keine Terraner-Schilde. Ich das gerade richtig gesehen. Ne? Na gut, wir haben die nächsten Pläne. Gibt's das eigentlich hier? Nee. Gibt's nicht. Na gut. So, das heißt, wir haben den Sektor abgehakt. Noch nicht abgehakt. Die Frage ist halt, ob wir das Schiff hier im Nachgang nochmal schicken müssen zum Kunden. Und die Sensoren zeigen uns dann einfach nur vielleicht das, was schon gefunden wurde. Ich weiß es nicht. Wir könnten auf jeden Fall nochmal hier hinfliegen. So, die Schwanengesang. Ne, die bleibt erstmal da. Wie sieht's hier aus? So, hier sammeln sich die Schiffe. Kann man es denn zumindest schon sehen? Ne. Das kann man tatsächlich nicht. Das ist schade. Na gut, dann nicht. Autopilot eingeschaltet. So, ich denke aber, das sollte jetzt erstmal reichen. Also wir haben ein Versorgungsschiff gekapert, wir haben die Erdkönig gekapert, wir haben die ersten zwei von fünf, muss man allerdings sagen, die ersten zwei von fünf Modulen für die Erdkönig gefunden.
Wie gesagt, dafür brauchen wir sogar noch eine Schiffswerft. Und dafür reicht bei weitem das Geld nicht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall schon bei den 500 Millionen sein, damit wir das überhaupt... Ja, nicht ganz, aber damit wir es überhaupt bauen können. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, gehört das Ding... Schlachtschiff ist ja eigentlich XL, ne? Ja. Ich gehört ja sogar schon in den größten Bereich, was das angeht. Ja, das wird auch nochmal teuer. Ja, dann müssen wir natürlich zuvor nochmal gucken, wie wir an Geld rankommen. An mehr Geld. Also das Geld läuft ja schon, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht genau, die wollen mich ja zur Förderung überholen. Okay. Da hat er nochmal 24 Millionen zur Verfügung. Erreiche Windfall 3, der Hort. Wenn das Geld so geben würde, würden die natürlich noch besser funktionieren. Ich mach das einfach mal. So, dann habe ich zwar kaum noch was, aber die Stationen haben das Geld, was sie brauchen, um vernünftig zu arbeiten. Und das ist das Wichtige. Also mit Schrott werden sie nicht weiterkommen. Höhlenteile habe ich zwar, werde ich aber nicht mehr produzieren. Ja, und hier fehlen mir einfach die terranischen Notrationen, die müsste ich mir auch noch besorgen. Und dann hätten wir noch das Ding hier. Das gleiche, Schrott kommt nicht ran. Na gut, gucken wir mal, was das nächste Mal passiert. Genau, dann suchen wir das nächste Mal nach den letzten Datentresoren. Und ja, lassen uns von den Argonen einmal befördern, damit wir auch die entsprechenden Stationswaffen uns besorgen können, die wir haben möchten. Und dann können wir mal gucken, ob wir weitere Stationen aufbauen. Zum Beispiel auch eine Verteidigungsstation, um die Xenon mal ein bisschen im Schach zu halten, damit man da nicht immer wieder mit den Zerstörern hin muss. Jo. Wobei, das wird auch ein super teures Unterfangen. Man muss bedenken, man muss natürlich auch den Bau der Verteidigungsstation beschützen. Wenn man damit startet, kommt schon eine Einfallflotte der Xenon, um das zu verhindern. Jo. Gucken wir mal, wo es hinbekommt. Erreiche Windfall 4, Auroras Traum. Das wird Autopilot. Verhindert das? Nein. Ist okay. Autopilot ausgeschaltet. Ich wollte mal gucken, ob zufällig hier was ist. Autopilot ist nicht eingeschaltet. Gut. Moment. Autopilot ausgeschaltet. Da ist was. Frage ist, was ist das? Blau? Könnte das auch theoretisch ein Tor oder so sein? Beschleuniger, Windfall 3, der Hort. Vielleicht der Beschleuniger gewesen sein. Oder ein Schiff.
eigentlich ist das Ganze ja lila. Autopilot eingeschaltet. Na gut. Wenn ihr mögt, schaut das nächste Mal gerne wieder rein. Schreibt mir gerne Tipps, wie wir die anderen Tresore noch finden. Und was ihr als nächstes machen würdet. Wie gesagt, Tipps und Tricks sind immer gerne gesehen. Und ja, wenn ihr mögt, gerne auch ein Like dalassen. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.